Was geht ab, meine Ninja in Osaru hier? Und heute ist der neue Inkoku Black auf der Punch-Version erschienen. Wir werden gleich sein Dokkan mitmachen und im Anschluss machen wir dann zwei Multisam. Da haben wir Stones für zwei Multisam, damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. Bevor wir anfangen, Freunde, lasst uns kurz die aktuellen Sachen auf JP abchecken. Wir haben nämlich eine neue Winter-Campaign. Die Missionen, Freunde, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen. Dort bekommt ihr die Übersetzungen der Mission. Schaut da auf jeden Fall rein. Daily-Missionen sind immer 20 Stamina verschwenden. Turtle School Training einmal schaffen, ein Story-Event schaffen, bis zu 3 Stages schaffen. Am Wochenende kommen dann noch Dokkan-Events dazu. Ja, und dann bekommt ihr quasi einen Zone, wenn ihr Daily alles macht. Und zu den anderen Missionen, Freunde, sind quasi die Standard-Missionen. Mach einmal ein Training, perform ein Z-Awaken, ein Dokkan-Awaken. Clear eine Stage mit einem Charakter im Team mit der neuen Kategorie Time Travelers. Clear Stages ohne ein Item zu benutzen 7-mal, ohne ein Continue zu benutzen 7-mal, ohne ein Damage zu bekommen 1-mal. Extreme Z-Battle bis zu 3-mal schaffen. Dokkan-Events bis zu 5-mal schaffen und dann an bis zu 1000 Stamina verbrauchen in der Campaign. Schaut da am besten mal rein. Was erwartet uns, Freunde? Lass uns ganz kurz einen Blick drauf werfen. Da gibt es nämlich ein paar schöne Sachen. Die zwei Sachen sind natürlich online. Goku Blacks Banner, was wirklich sehr gut ist. Das gucken wir uns nachher an. Time Travelers Banner zu seiner Kategorie. Gewisse Story Events sind zurück. Interessant. Fusion Banner kommt zurück. Warum? Weil es wird ein Extreme Z Battle geben vom Janemba, Freunde. In Janemba bekommst du ein Extreme Z Battle und Awakening am 6. Dezember um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Ich gehe stark davon aus, dass die Fusion-Kategorie sehr effektiv gegen ihn sein wird, weil zeitgleich auch das Fusion-Spanner online kommt. Zudem kommt das Event von Ultimate Gohan zurück, das Extreme Z Battle. Ich gehe auch hier stark davon aus, dass entweder der Physisch oder Argel oder beide Ultimate Gohans auch ihr Easy A bekommen, weil Easy A, der Int hat bereits ein Easy A gehabt. Und so also fort, Freunde. Und das ganz wichtig. World Tournament geht am 7. Dezember 9 Uhr morgens unsere Zeit los im Japan-Stuka-Battle. Und hier steht dran, dass Yamcha der nächste Local Prize wird. Und wir wissen ja, die Local World Tournament Preise können zu LR werden. Also, The Dreams. Viele von euch hatten The Dreams auf den LR Yamcha. Es wird wahrscheinlich so sein, dass LR Yamcha quasi ein Local Preis wird. Freunde, das Banner von Goku Black, Inkoku Black ist übertrieben gut. Wir haben den neuen Inkoku Black, wir haben Strength Rose, wir haben Full Power Goku, wir haben Super Saiyan 3 Bardock. Vegeta Blue ist noch am Start, Future Gohan ist am Start, Future Trunks und ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sollten das 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, 7 Featured SSR und das sind alle Dokkan-exklusiv, heißt, wenn ihr eine Dokkan-exklusive Animation bekommt, ist es eine von denen, also ja, 7 Stück sind schon viel, aber die Charaktere an sich sind gut und das ist zum Beispiel ein gutes Banner, Freunde, so mal als Vergleich und das Dokkan machen wir heute, Freunde. Stage 3 wurde hinzugefügt. Super 2 Schwierigkeitsstufe im Goku Black Banner. Also Goku Black Events, Dokkan Events. Sie hat noch Super 2 mit 9 Medaillen. Goku Black sollte eigentlich keine Schwäche haben. Es war nämlich bei ihm immer so. Wir kämpfen in erster Runde gegen Tech-Type Strength und dann zweimal gegen ihn. Deswegen würde ich sagen, wie gesagt, 77 Medaillen brauchen wir, um ihn zu awaken. Deswegen würde ich sagen, wir verlegen nicht viel Zeit. Ich springe in das Dokkan Event rein. Alles klar, Freunde, und wir sind im Dokkan-Event vom neuen Goku Black mit meinem Enhanced Transformation Team. Auf das Team hatte ich auf jeden Fall Bock. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das läuft mit dem Team, Freunde. Und in Goku Black, also ihr habt das Banner gesehen. Das Banner haben die schon bewusst so gut gemacht, weil, ja, wir gehen langsam auf Neujahr zu, auf Weihnachten und Dragon Ball Super Broly Film, Freunde. Ich glaube, ihr habt es jetzt genug gehört. Nice, genau das. Und deswegen wird es wahrscheinlich schwer fallen, da nicht zusammen in dem Goku Black Banner. Aber das Goku Black Banner ist verdammt nochmal gut, um ehrlich zu sein. Da sind echt gute Units dabei. Deswegen, wir werden danach zwei Mutis zusammen haben. Guck mal, was da abgeht. Und jetzt kämpfen wir. By the way, Freunde, kennt ihr noch diesen Goku Black? Dieser Goku Black wurde damals geleakt mit... Moment. Der wurde damals geleakt. Wer ist links die Messe mit dem? 160, ja, mehr oder weniger gleich. Dieser Goku Black wurde damals geleakt mit den Leaks zu... Oh, GG. Mit den Leaks zu LGF, Argel, Super Saiyan Goku und Freeze, also zu den 250 Millionen Dollar Celebration von den Leakern. Und damals hat man gedacht, dass es ein World Tournament Charakter ist. Vorerst ist er nur ein Bossgegner im Dokkan-Event vom neuen Goku Black. Das ist der Goku Black, Freunde. Falls ihr euch gefragt habt, was mit dem passiert ist oder wo der geblieben ist, der Boy. Der hat sich hierhin verschanzt, sag ich mal. Anyway, dann habe ich mein Enhanced Transformation Team genommen. Ich habe darauf geachtet, dass ich so viele physische Charaktere wie möglich mitnehme, dass sie dann in den letzten Runden Typenvorteil haben. Aber jetzt bei Goku Black. Goku Black ist eigentlich ein schwerer Gegner. Oh, er hielt sich. Oh nein, der hielt sich. Ich habe mir, wie gesagt, ich bin jetzt quasi mehr oder weniger blind rein in das Event. Ich habe nicht geguckt. Also ich glaube so oder so, dass nichts effektiv ist gegen Goku Black, glaube ich. Weil seine Dokkan-Events davor
Oder das Sokene, das zuvor online war, immer physisch Goku Black, der hatte auch keine Schwäche. Der war tanky, hat gut Schaden gemacht, deswegen gehe ich davon aus. Okay, der hielt sich nicht so stark immerhin. Okay, gut. Damit kann man leben auf jeden Fall. Und ja, würd euch einfach raten, geht mit eurem guten Kategorie-Team rein, wenn ihr irgendein Kategorie-Team habt. Rein damit. Okay, ja, wir sind gut tanky mit dem Enhanced Transformation Team. Das Team gefällt mir wirklich. Enhanced Transformation Super Buu ist der Leader. By the way, Goku Black, der neue Goku Black, ist auch in Enhanced Transformation in der Kategorie. Sieht das geil aus. Und danach wird er noch zu Rosé. Okay, was macht er hier? Er ist immun gegen Stun. Wie wir sehen, nur immun gegen Stun. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist die Double LSL-Rotation, Freunde. Wisst ihr noch? Zu dem ganz links habt ihr gesagt im Stream: Oh, ist das LSL? Ist das LSL? Also als Meme quasi. Und dann haben wir halt tatsächlich noch in dem Stream mit einem Single Summon, geile Animation, LSL den wirklichen gezogen. Also der andere ist natürlich nicht LSL, das war ein Meme von uns, aber ich fand das übertrieben witzig. Oh, die S-Animation. Oder? Oder, Freunde? Die sieht richtig geil aus. An sich haben die S-Animation so quasi ab AGL, so ein bisschen Goku. Tech Freezy und LRGF, glaube ich, ab dem 250 Dollar Celebration kamen so S-Animationen, die aussehen wie so in einem Film, so sag ich mal. Okay, LSL sind jetzt aber auch nicht schlecht, um ehrlich zu sagen, gell? Ja, die ist auch nice, okay. Schon davor hat man langsam angefangen. Ja, die ist auch richtig nice. Korrekt, korrekt. Und ja, jetzt Buu sollte sich demnächst transformieren, ne? Schauen wir mal. Aber wir sind, glaube ich, über 80%, heißt, wir sollten Super Buu bekommen. Ja, Buhan, meine ich, Buhan. Oh, aber erstmal kommt C21. Sie hat Hunger. Hey, komm her, Cell. C21 finde ich auch richtig geil. C21 ist übertrieben geil. Und Buu, genau, mit seiner Transformation. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze eben, wie gesagt, gefällt, dann drückt auch auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall. Und über jede bin ich natürlich dankbar. Und hier sind wir. Oh, das sieht geil aus. Das ist eine geile Rote, um ehrlich zu sein. Freezy, zack. Ja, der sollte den Key bekommen durch die Passive und dann machen wir das Ganze einfach mal. So würde ich sagen. Der healt sich wieder, oder? Wie ich es gesehen habe. Ja, ganz am Anfang direkt. Ist sein Heal stärker? Es geht, es geht, es geht. Aber er hat auf jeden Fall einen Heal dabei, das merken wir uns. Jetzt bin ich auf die letzte Stage gespannt. Also ihr merkt, bis jetzt geht das Event eigentlich. Was passiert jetzt? Um ehrlich zu sein, Freunde, finde ich, die Transformation hätte man ein wenig geiler gestalten können. Also die Szene, wie er sich transformiert. Das ist mehr oder weniger so, okay, jetzt kann man ihn auch nicht zielen und nicht sagen, okay. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger übernommen worden vom, also die Assets von dem AGL Super Saiyan Goku. Mehr oder weniger. Ist mir so aufgefallen. Egal, aber wir wollen nicht meckern auf hohem Niveau. Die Karte ist auf jeden Fall geil. Die S-Animationen von dem sind auch übertrieben geil. Falls ihr euch fragt, was kann dieser Cell? Der Cell ist momentan auch auf Global Online, Freunde. Ist ein Supporter, Extreme Class Supporter. Würde ich euch jedem empfehlen, ihn eigentlich zu erfahren, wie jeder andere Free-to-Play-Charakter auch. Der Freezer ist auch ein Supporter an der Stelle, Extreme Class Supporter. Und genau. So viel zu den Boys. Und, ah, LSL Orinho. Genau das, Freunde. Jetzt bin ich ja gespannt, ihr merkt schon, ja. Ich klicke. Oh. Was für eine geile Ulti, Freunde. Was für eine geile. Ey, es ist insane, was sie mit. Also, sehr geil. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte zuvor. Ah, ihr merkt schon, ich klicke. Noch eine Transformation. Ah, wieder Buhan. Okay, ja, wir sind über 80%, merkt ihr schon, ne? Wären wir zwischen Tralala, ich glaube, 50 und 80 oder 79, dann würden wir uns, glaube ich. Also, was heißt glaube ich, sondern zu Bootanks, aber ich habe nicht mehr die ganzen genauen Zahlen im Kopf. Ich kann einfach mal nachschauen. Falls ich frage, wie das funktioniert. Und zwar ja 80 bis 100% nach 5 Runden zu Buhan. Wenn wir zwischen 50 und 79 sind zu Butanks und dann drunter eben zu Bukolo. Genau so läuft das Ganze mit dem Boy. Und ja, ihr merkt schon, ich klicke die ganze Zeit drauf, ne, dass wir das schnell hinter uns bekommen, weil die zwei Multis, die wollen wir auf jeden Fall noch raus haben, Freunde. Und dann bin ich gespannt, was in den zwei Multis abgeht. By the way, ihr könnt euch jetzt schon mal vorbereiten. Ich habe 105 Stones. Also wir machen ein Multi, danach ein Group Sum mit einem Single, falls ihr mitmachen wollt, in irgendein Spiel eurer Wahl. Gerne, Freunde, macht euch jetzt schon mal bereit quasi für gleich. Und danach haben wir noch ein Multi, Freunde. Ich bin echt gespannt, was abgeht. Ah, die SE-Animation. Was? Was? Wie er seine. Oh, wie er seine Aura aufsaugt. Oder. Oh, das sieht so geil aus! Bidi? Aber ja, wir sind halt echt verdammt gut tanky in dem Team. Also das Enhanced Transformation, das Team. Gefällt mir echt, ohne Spaß.
Finde ich echt eine super und interessante Kategorie und ein geiles Team. So viel zu dem Dokkan-Event von Goku Black. Ja, es kommt natürlich immer drauf an, was für Charaktere man hat, aber ich sag mal so, mein Enhanced Transformation Team ist, denke ich, auch auf jeden Fall solide, so ist nicht. Und ja, mit einem soliden Kategorie-Team solltet ihr das schaffen. So ist nicht. Achtet darauf, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr physische Charaktere mitnimmt für die letzten zwei Phasen, damit ihr auf jeden Fall das habt. Aber jetzt, Freunde, damit ihr einen Typenvorteil habt. Aber jetzt, Freunde. Genau, das ist die Rosé-Pose. Seht ihr Rosé, wie der mich anschaut? Marboy Rosé. By the way. Ich sag ehrlich, Full Power Goku ist in diesem Banner. Full Power Goku, ich habe euch gesagt, man kann bei Full Power Goku aktuell vielleicht auf ein Comeback warten. Auf Global, man muss sich vielleicht unbedingt für ihn sammeln. Und sein Comeback ist stark in diesem Banner. Sein Comeback in diesem Banner mit Goku Black ist echt stark. Also, falls ihr warten wollt. Oh, The Beats! Nein! Ja, was? Der erste Charakter! Oh mein Gott! Was? Jungs, das ist der Rollkragen! Mit diesem Rollkragen, Freunde! Die schon lange dabei sind, die wissen, das ist der Rollkragen, The Legend of Goku Black! Oh mein Gott! Richtig geil! Der erste Charakter direkt mit einem Bait! Oh mein Gott! Das ist halt. Ist halt JP. So. Krass. Krass. Ohne Spaß. Boah. Der allererste Charakter, Freunde. Super Saiyan 3 Bardock! Warte ich auch nicht! Was war das für ein Multi mal wieder? Ich bin grad sowas von buff, Freunde. Es ist... Freunde, lasst uns ein Group zusammen machen. Und ich hoffe, ich kann mein Glück übertragen, Freunde. Ein Group Summon, ich hau auch ein Hashtag 1 Sing Summon raus, Freunde, in die Kommentare. Hashtag 1 Sing Summon, ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich versuche mein Glück an euch zu übertragen. Ich zähle runter, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Dann könnt ihr mich natürlich wissen, was ihr gezogen habt. In den Kommentaren auf den Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram, alle Links in der Beschreibung. Seid ihr bereit, Freunde? Ich wünsche euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück. 3, 2, 1, go! Ah, ich glaube, ihr werdet schon, wie gesagt. Lasst mich aber wissen, was ihr gezogen habt. Aber verdammt nochmal, Freunde, was war das gerade? Oh mein Gott, es war schon frech gerade so. Richtig Goku Black Light. Aber den letzten Multi hauen wir auch noch raus, Freunde. Und dann war's das für dieses Video. Ihr könnt euch dann auf jeden Fall die Tage freuen auf... Muss ich ganz kurz überlegen, Vater und Sohn, jetzt bin ich gespannt, was abgeht. JP Rank 400 Video habe ich vorbereitet, kommt noch für euch online. Da bekommt ihr dann meine Charakterliste zu sehen. Showcases? Ah, kein Gott, gut. Showcases werden uns auch noch erwarten, beziehungsweise Teambuild-Guide zu Full Power Goku Kategorie und dann auch zu unserem Goku, Goku Black natürlich, falls ihr euch fragt, was so die nächsten Tage kommt. Oh mein Gott, das war der allererste Multi und was war... Oh, Chunks, okay, nice. Was war das? By the way, der Goku Black hat natürlich eine farmbare Esse, ihr wisst Bescheid, auf Stage 1 vom Goku Black Event und... Die Ningen Army, Freunde, der Rollkragen hat es mal wieder gerissen hier an der Stelle. Und im zweiten Multi gehen wir folgendermaßen aus. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten, Freunde. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be